Hi zusammen und willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute geht es wieder mal um Kerberos und zwar um Kerberos in besonders großen Netzen. Also sagen wir mal Uni groß oder Firma groß oder Google groß zum Beispiel. Und ja, nicht ganz immer so groß, aber ja, da wird es auch eingesetzt. Und zwar, was wir dann für ein Problem haben, sagen wir einfach mal, unsere Ressource ist in Shelbyville und wir sind der Client, der in Springfield steht. Nur so als Beispiel. So, was man jetzt einführt, also im Endeffekt, das ist genau das, was wir bislang immer gemacht haben. Was man jetzt allerdings einführt, ist eine neue Domäne. Das heißt, man unterteilt sein Netz in zwei Domänen. Und die habe ich jetzt hier einfach mal farblich ein bisschen anders dargestellt. Und damit kann man jetzt sagen, okay, ich greife auf eine andere Ressource, auf eine Ressource in einer anderen Domäne zu. Sprich, Springfield ist eine Domäne und Shelbyville ist eine Domäne. Und das heißt, wir können auch unsere Ticket-Granting-Server und Authentication-Server im Endeffekt duplizieren. Für uns relevant ist jetzt allerdings nur der Ticket-Granting-Server. Was immer noch gleich bleibt ist, wir schicken einen Authentication-Server-Request hierher, bekommen ein Ticket-Granting-Ticket, rennen zu unserem Ticket-Granting-Server, bekommen dann ein Ticket zurück, aber dieses Ticket wird jetzt nicht direkt für diese Ressource ausgestellt, sondern es wird für den Ticket Granting Server ausgestellt, und zwar den Ticket Granting Server in der anderen Domäne. Das heißt, wir schicken hier auch nochmal einen TGS-Request hin mit genau diesem Ticket, was wir von unserem Ticket Granting Server bekommen haben, gehen wir zu unserem Ticket Granting Server in Shelbyville. Und der wiederum stellt uns dann das Ticket für die Ressource aus. Das heißt, die kennen sich auch gegenseitig und die sind beieinander sozusagen als Client registriert. Was wir im Endeffekt gemacht haben, war, wir haben ein Ticket für die Ressource angefragt über ein Ticket für den Ticket Granting Server. Das heißt, diese ganzen Dinger sind gegenseitig als Client registriert. Also der Ticket Granting Server ist bei dem hier als Client registriert, als Ressource im Endeffekt. Und dieser Ticket Granting Server von Shelbyville ist bei dem Springfield Ticket Granting Server auch als Ressource angemeldet. Das heißt, ich kann ein Ticket für den jeweiligen Ticket Granting Server bestellen bei meinem eigenen Ticket Granting Server. Und das lässt sich natürlich beliebig ausweiten. Ich kann jetzt auch hierher gehen und sagen, hey, ich muss nicht alle vernetzen, ich muss nicht jeden Ticket-Granting-Server bei jedem Ticket-Granting-Server registrieren, sondern es reicht mir sozusagen ein Pfad. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Ticket-Granting-Server in Springfield, bei dem ist der aus Shelbyville als Ressource registriert, bei dem aus Shelbyville wiederum ist der aus Karlsruhe als Ressource registriert und bei dem aus Karlsruhe ist wiederum der aus Hamburg als Ressource registriert und dann kann ich endlich auf die Ressource in Hamburg zugreifen. Das heißt, ich muss mehrere Male so ein Ticket anfragen, bis ich endlich bei meiner Ressource bin, je nachdem wie groß vernetzt unsere Ticket-Granting-Server beieinander sind. Wichtig sind hier allerdings ein paar Punkte und die möchte ich euch noch ganz kurz erklären. Und zwar, wir haben hier ein Problem, was Kerberos hat, ein bisschen ausgemerzt zumindest. Und zwar, der Ticket Granting Server hier war davor, oder generell diese ganzen KVCs hier, waren die sogenannten Single Point of Failures. Das heißt, wenn die ausgefallen sind, ist das ganze Netz flachgelegen. Hier haben wir jetzt dann nur einen Ausfall eines Teilnetzes. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 1 Million Requests haben, dann kann das einfach irgendwann nicht mehr bewältigt werden, weil unser Server zu viel einfach tun muss. Und so fällt dann das komplette Netz aus. Wenn wir es aufteilen, fällt immer nur sozusagen bei uns jetzt die Hälfte aus oder ein Viertel, wenn wir 4 von diesen Ticket Granting Servern haben und so weiter und so fort. Auch der Authentication Server ist übrigens in Shelbyville vorhanden. Den habe ich hier allerdings nicht eingetragen, weil er für den Request von einem Springfield Client absolut irrelevant ist. Der Authentication Server wird nur in der Heimat Domäne sozusagen angefragt und in der fremden Domäne muss man den nicht mehr anfragen. Da reicht der Ticket Granting Server aus. Ja. Und der Ticket Granting Server ist natürlich auch nicht so anfällig für irgendwelche DOS-Angriffe, denn wie gesagt, IP-Spoofing, das kriegt nur der Authentication Server ab
Und das heißt, der hat noch ein bisschen mehr Power. Das heißt, die verteilt sich jetzt hier auch ganz angenehm eigentlich. Der Authentication-Server ist nicht so häufig angefragt, weil er nur die Clients aus derselben Domäne den Authentication-Server anfragen, während der Ticket-Granting-Server von auch anderen zwar angefragt wird, aber die sind dann auch wirklich echt die Clients. Das heißt, hier passiert nicht so schnell ein Denial of Service. So. Häufig macht man das Ganze dann nicht irgendwie als vollständiges Netz übrigens, dass man diese Ticket-Granting-Server hier komplett vernetzt, sondern man macht es auch mal ganz gerne hierarchisch. Das heißt, ich habe hier den Ticket-Granting-Server aus Springfield, dann gehe ich zu Ticket-Granting-Server aus USA, der wiederum verbindet mich mit dem Ticket-Granting-Server der Welt sozusagen und von dort geht es dann wieder runter. Ich gehe zum Ticket-Granting-Server aus Deutschland, der wiederum stellt mir ein Ticket aus für den Ticket-Granting-Server aus Hamburg und der wiederum stellt mir ein Ticket aus für diese Ressource hier, nur als Beispiel jetzt. Das heißt, ich gehe erst nach oben und werde allgemeiner und kann mich dann wieder nach unten bewegen und werde wieder spezifischer. Das nennt sich hierarchische Struktur, dürfte aber auch, glaube ich, jedem schon ein bisschen so ein Begriff sein. So, auch wichtig ist, dass diese User-Datenbank, die muss natürlich überall gleich sein, damit der Ticket-Granting-Server auch weiß, welche Ressourcen jetzt überhaupt existieren, sonst weiß er ja nicht, wer Alice ist zum Beispiel. Und deswegen muss die User-Datenbank in einer sogenannten Master-Copy liegen. Das heißt, man hat eine einzige Datenbank sozusagen, auf der geändert wird. Und das ist sozusagen die Master-Datenbank. Und auf der liegen alle Benutzer vor und dort kann man auch sein Passwort ändern. Aber die Anfragen gehen über eine kopierte Datenbank. Das heißt, die Ticket-Granting-Server ziehen sich regelmäßig Updates von der Master-Datenbank und können so die Informationen immer aktuell halten. Und dadurch bekommen die natürlich dann auch immer die aktuellen User-Passwörter mit. Und man wechselt nur auf dem Master-Server sozusagen seine echten Passwörter. Die Kopien hier von den Ticket-Granting-Servern, die sind nur leseberechtigt. Das heißt, die dürfen nicht schreiben. Und schreiben darf einzig und allein der Master-Server, der dann eben auch solche Sachen wie Passwortanfragen oder sowas entgegennimmt. Also das sind so ein paar Richtlinien, die man verfolgen sollte, wenn man Kerberos wirklich mit Multidomänen einsetzt hier. Und wenn man hier wirklich auch so große Dinge realisieren will mit sehr, sehr vielen Domänen auch teilweise. Google hat natürlich extrem viele Domänen, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, aber da wird es tatsächlich auch eingesetzt und auch bei so ziemlich jeder Uni, glaube ich, wird Kerberos irgendwie eingesetzt. Ja, und das ist eigentlich auch tatsächlich schon die Kernaussage, die ich euch hier habe. Das war es jetzt für dieses Mal zumindest zu Kerberos. Ich weiß nicht, ob wir es tatsächlich noch irgendwann schaffen, mal ein Kerberos-System komplett selbst aufzusetzen. Das würdet ihr dann aber eher in der Server-Einrichten-Playliste finden. Dort findet ihr generell sehr, sehr viele Themen, die ich hier jetzt angeschnitten habe. Zum Beispiel, was wir auch noch machen werden, sind TLS und TLS, wie man diese Verschlüsselungsalgorithmen sozusagen darstellt für TLS. Das wiederum findet ihr auch dort wieder. Dort habe ich es nicht erklärt, wie die zustande kommen. Dort zeige ich dann aber den Einsatz. Das heißt, schaut euch auf jeden Fall die Server-Einrichten-Serie auch mal an. Die könnte für euch natürlich auch sehr, sehr relevant werden. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!